wollte nicht antworten und hat gedodged. Das ist eigentlich egal, also. Ja, lass wir vielleicht trotzdem auf der also ich würd, ja, unten sieht wirklich schön aus. Ja, ich will ich auch auf Wiki spielen und da brauche ich die Südküste, die ist ja viel besser. Gut, also, dann okay, dann. Und welche Posi wollt ihr? Egal. Ja, ich würde schon gern die 3 nehmen. Eins, Max. Max, machst du viel zu PT, nicht viel? Soll ich vorne? Entscheide du. Die Entscheidung liegt bei dir. Es hängt davon ab, wie viel du zu PT hast. Wenn du nicht alles raus hast, dann wird es kritisch. Aber ich würde sagen, du gehst vorne und ich sende sofort meine Truppen, die ich habe, zu dir dann hin. Okay. Weil es ist besser, dass die Masse vorne liegt bei uns und die aus dem Lager dann gedrückt wird und dass wir das halt halten. Statt dass deine ganze Masse hinten ist und auf dem Weg ist. Hm. Und du hast ja Katze sofort hinten dran, also das geht. Ja, passt mit Schiffe, unten rechts können welche kommen und bei mir dann auch. Sieht ein bisschen tricky aus, wir waren mal früher noch hier. Ja, ich muss schauen, dass ich irgendwie einen Aussichtsturm daran kriege bei mir und bei der 1 müssen wir dann auch schauen. Mit Bergen, ich weiß nicht, wie realistisch es ist, dass es, dass ich jetzt diese 3, die nach, also auch den hintersten da noch kriege. Ich könnte mir vorstellen, dass du Label da sehr viel schneller dran wärst. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, ich gehe meine 3 Kohlen da in den Punkt, in den Vierer und das andere. Ja. Und mal gucken. Also schauen wir mal. Ich muss den nicht unbedingt nehmen. Ich kann das auch mit 2 Bergfeldern erstmal machen. Aber Hauptsache, wenn du das Gold früh. Okay. Ja. Die richtig am Sweaten. Ja, Aufnahme läuft. Müssen wir Discord streamen? Wie ist denn das hier? Wegen Anti-Cheat. Glaub nicht, ne? Makronix wünscht uns viel Glück. Ja, das ist gut. Das hat noch gefehlt. Die 5 spielt Vicky. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob diese Punkte auf der Minimap, ob das Wälder oder Steinfelder sind. Ich glaube, das sind. Also es ist wahrscheinlich Wald, aber eventuell halt auch mit dem grünen Land. Oder so ein Sumpf. Bin ich mal gespannt. Das ist eigentlich was wir noch hätten angucken sollen vorher, habe ich vergessen. Dann ist es halt wirklich Stein. Ja, kann aber fast nicht sein, ne? Oder? Ich glaube, es ist Wald. Ja. Ja, wo hast du denn dein Steinfeld auf der Nummer 2 denn vorne? Weil 1 und 3, die haben das ja. Und vorne, ihr habt ja kein so ein Steinfeld dazu. Ah. Alle mehr? Wer hat das denn eingestellt? Digga. Digga, wenn ich so, soll man nochmal Ja Moin Daumen machen? Ja, komm, das können wir doch nicht so machen. Wenn bei mir kein Steinfeld ist, fühle ich gar nicht. Ja, du hast aber normalerweise ein Steinfeld. Also ich denke mal nicht, dass jetzt... Guck mal, da ist keins. Ja, aber sind das oder ist das jetzt so ein... Das könnte es halt wirklich sein, weil es ist die Anzahl an Steinfeldern. Ja, so eine Map hat. Glaube ich aber nicht, dass es jetzt hier eine Karte ohne Steinfelder ist. Ich glaube... Ja, dass man die auch in der Lobby sieht. Was mache ich da? Was mache ich da? Kein Stein. Ich würde sagen... Mittleres Wohnhaus, viele Geologen machen und eine Steinmine suchen. Ich glaube, Mana zu machen ist Bait. Okay. Und ja, kleine Holzindustrie schon mal bauen, das kannst du eigentlich alles noch machen. Ja, und aufpassen mit Klauen. Patrouillieren. Ja. Ich kann dir ein paar Soldaten vorbeischicken, wenn ihr es hilft. Ich hoffe einfach im Steinfeld, dass es irgendwie verpackt, nicht auf der Karte angezeigt wird.
Dann nee, das hatten wir damals, Levin und ich damals im Turnier auch. Und ich meine, damals waren das halt Sumpfgebiete, wo dann guter Wald draufsteht. Ja, wäre das für Katze eigentlich nicht schlecht, da unten mit 2 Punkten. Na, mal gucken. Ja, einer wird mir reichen. Katze mit Wikis am Enden, mein Gott. So. Ja, wenn das jetzt noch länger geht, dann switch ich auf was anderes, lol. Früher. Hast du jetzt extra nochmal dein Account hier umbenannt? Ja. Krass, das ist Commitment. Richtig. Oh. Okay. Oh, hoffentlich habe ich Presets für Wikis. Ja, Presets noch schauen, das stimmt. Ja, check das gleich mal nicht, dass ihr GG geht. Okay, dann war das aber bald. Let's go. Eieieiei, was für eine Boosie. No. Gut. Ein bisschen schwierig. Sagen wir mal so. Ich guck mal rüber. Bruh. Stimmt, das sind fucking Setmaps. Da habe ich keine Presets für. Ja, ich hab's doch geschrieben. Lol, einer ist wieder richtig vorbereitet. Ja, aber ich dachte, das ist normal. Scheiße, ey. Bitte ein zweites Steinfeld. Oh, not. Ich sehe mich nicht in einem Steinfeld, Posi. Ich dachte, ich hätte ein zweites, aber das war mein erstes. Lol. Okay, das ist Sumpfwald wirklich, oder? Ja. Ja, das ist so ein Fleck Sumpf, ist das. Okay. Ja, die Info bringt, glaube ich, nicht viel. Doch. Okay. Ich würde sagen, so für ein Wiki wäre das nicht so. Null Stein aus. Ich hasse 6er-Karten. Digga, das ist ja wirklich. Wo denn los? Wo ist denn der ganze Stein? Ein halbes habe ich. Jetzt geht's richtig ab bei dir. Ein halbes ist wie keins. Bodenlos. Bodenlose Frechheit. Und überm Berg waren ja natürlich 2 Wälder. Gibt's hier gar kein Skript? Doch. Nee. Oder? Ja, doch. Wo denn? Achso, dann habe ich ja doch ein ganzes... Oder? Ja. Doch, da, pass auf. Ah, nee, ist nur ein halbes, scheiße. Ja, jetzt aber nicht da rein hinten. Ja, ich glaube, ich habe nur eins hier. Warte. Ich habe eineinhalb. Auf welcher Position war der Wiki von denen? Ja, auf 5. Auf meiner, oder? Bin ich auf 2? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ja. Digga. Ja, okay, Fokus jetzt. Okay, sorry. Dann mal eine richtige Low-Eco-Runde. Ich hab ja gar nichts. Fokus.
sind dann die ganzen Steinfelder gespawnt? Das kann ja auch nicht sein. Also ich hab hier auch nichts, ne? Noch gar keins bis jetzt. Oder ich bin zu schlecht ins Kopf. Oh, da ist eins. Ja, ist eine Katze gefunden. GG. Katze hat zwei. Ich glaube, Katze hat Traumposi. Das ist sehr gut möglich. Ja, ich spiele dann. GG. Hast du bei mir die doppelten Eisenminen geguckt? Weiß ich nicht, aber da am Fluss vielleicht fast eine. Aber ich glaube, die ist bait. Ja, die ist bait. Max, ich kann eigentlich zwei, drei Geologen zu dir schicken, um den Berg zu suchen, weil meiner geht ja von mir weg. Da brauche ich nicht so schnell. Soll ich machen? Ist ja nett. Ist ja nett. Nice. Haben wir dann 12? Ich glaube, das geht auch nicht schnell. Da finde ich vielleicht endlich mal eine gute Steinmine. Nicht wie in den anderen Games immer. Wo sind hier Steine? Eine habe ich schon, aber ob die gut ist, ist die Frage. Ich habe Steine gefunden am Arsch der Welt. Da komme ich bis 1,20 nicht ran. Da war nur eins gefunden. 3, 4, 5, 6, 7 Türme. Okay. Ja, ist ja nix. Kann man hin. Ey, das ist ja, ich spiele mit einem Steinfeld nur. Fischlager incoming. Ich habe eine Steinmine, die 4 Schilder hat. Ja, das sieht dann noch drei Trappen aus. Ich habe noch eine. Ah, die können sich noch als Shitmine. Kingin hat sogar zwei Solis zu meinem Statuen geschickt. Sehr ja, nett. Damit deine Sensen gleich noch alle da sind. Ach so. Taktischer Ladenkabelzug geht hier wahrscheinlich eher weniger. Ja, kannst du hier nicht bringen. Wenn die so drei Sensen, wenn da so drei Sensen weglaufen, die haben es auf dem Bild und auf einmal warte auf Tom. Ui. Der Schemine. Ich baue da oben. Das sieht nur doppelt aus. Ja, siehst du, schicke ich dir die Geos sofort hier zwei Goldminen gefunden. Ja, weil du hast ja schon im Editor gesehen. Wieder am Cheaten hier, Katze. Ja. Ist langweilig. Ja, da kann ich jetzt ein bisschen improvisieren. Ich glaube, das wird richtig gut. Da freue ich mich drauf. Ohne Stein gut, okay. Schauen wir mal, was wird. Einer ist motiviert. Or not. Ach, die sieht so behindert aus, die Eisenmine hier oben. Sollte wohl eine doppelte sein.
und kein Gold. Ach ja, Katze, tust du die ganzen Gems danach hochladen oder was? Jo. Oh no. Du kennst den Drill. Aber ohne Beauty, ohne Voice. Ja, doch. Ja. GG. Ich habe meine Stimme gar nicht geölt für heute, ey. Ja, toll, jetzt finden hier die ersten Holzfäller schon keine Bäume mehr. RIP. Nicht verzagen. Mit Kinkert fragen. Korrekt. Boom. Spreng ich ihm halt weg. Also. Jetzt holt da einer. Mal schauen, ob ich ihm auch wegsprenge. Du sprengst das ganze Game damit. Digga, ich krieg ja gar nichts an mein Volt dran. Gar nichts. Das. Jo, jo, jo. Werden die Geologen von der Mauer getötet? Ja. Ja. Was für ein Scheiß. Wir haben noch nie Turnier gespielt. Ja, erstmal bei Yannick mitspielen müssen. Okay. Hast du Kills? Na, okay. Boah, noch nicht mal Kills hat er. Ja. GG. Und Stein ist schon rot. Bei mir auch. Ja, bei dir ist immer Stein rot. Ich steige erstmal mit 14 Main-Holzfällern ein. Ich glaube, das ist ganz solid. Kann man mal machen. Ja, Kinget findet nur Goldminen. Ja, das ist typisch Katze, ey. Immer von Kinget absuchen lassen. Lass die eigenen Geologen weg. Yippie. Ja, mach Bauarbeit, oder nicht? Shit. Ja, ich finde ja so viele Goldminen, Kinget. Ich trade Fisch gegen Gold. Ja, brauche ich glaube ich nicht den Stoff. Nicht? Mal gucken. Ja, ich kann das Steinfeld ja nicht im Ansatz tauen.
Alter, Schmerz, mein Wohnhaus wird nicht fertig. Kann ich keinen Stein haben. Das kennt man. Erzähl's Vincent nicht. Yippie! Ja, vielleicht guckt er zu. Vielleicht guckt er zu. Aber du kannst dir schattern, dass Fabi das wahrscheinlich gesehen hat. Oh ja. Er denkt jetzt, du hättest besser mal Troja spielen sollen. Ja, da wird er sich nur wundern. You wish. Das wird ein Troll. Das wird ein Troll. Aber die vielleicht drüber. Illegal Tower. Okay. So, hätte auch schon passieren können, dass wir jetzt schon verloren hätten. Hätte ich einfach mal durchgezogen. Steff. Fertig, let's go. Ich fühle das gar nicht, dieses Game. Und vielleicht ist das nicht gute Stahlmine. Ansonsten. Eisen und Stein laufen auf 10%. Yippie. Ja, wie war das mit dem Überschreiben hier? Wo denn? Was denn? Posi 1, glaube ich. Ja, mit den Minen. Ja. Das ist Posi 1, denn. Ja, alles easy.
Raum, wo sie ordnet. Ich habe Milliarden Goldminen. Das wäre eine Pose für King Cat gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich spiele ja die Position mit Goldminen ja immer gerne ohne Fisch. Das klappt möglicherweise nicht so gut.
Ich hab 20 Goldminen, holy shit.
Und wie läuft's so? Volle Segen. Läuft. Da sehe ich mich auch wieder. Als Vicky. Stopfe. Ja, irgendwo links, wo du abholst. Vielleicht. Das ist eine Möglichkeit. Hat Vicky genommen, weil es keinen Stein gibt. Hm. Das ist vielleicht gar nicht mehr der schlechteste Pick. Im Gegnerteam. Achso. Okay, dann haben die natürlich den richtigen Read auf die Karte gehabt. Sass. Ja. Sollten wir nach dem Spiel es unbedingt nochmal ansprechen. Naja. Also was geht gar nicht. Alex. Hallo, kann das mal besetzt werden? Hallo? Hallo. Ah, hallo. Du hast wieder das Klo besetzt? Du kannst die Geologen abziehen, sonst sterben die noch. Wieder. Die Kollekten?
Max Kasernen. Ja. Natürlich hast du eingeladen. Holy moly. Digga, spiel ich fucking langsam. Ja, machen wir mit Absicht, dass die Leute denken, dass sie keine Angst vor uns haben müssen. Ich hab extra keine zweite Vergi gebaut. Grün ist dein Gegner. Weiß nicht, ob ich da groß gucken soll.
Uff, man hat zwei Werkis. GG. Da werde ich gleich ökonomisch outplayed. Man hat Goldminen. Was? Man hat Goldminen nicht gebaut. Wer? Das ist ja seltsam hier. Ich scoute mal nach einer Werft. Aber wie ist das, Label? Baust du Schiffe? Soll ich? Ist vielleicht safer auf Dauer. Ich weiß halt nicht, was der Plan ist. Also entweder schläft meiner hier so komplett. Vielleicht auch ich, nicht. Ja, ich schläf komplett. Also ich habe zum Beispiel noch keine einzige Waffenschmiede gesehen bisher. Rot. Ist Fortune. Nee, der ist wirklich immer der schlechteste. Der hat immer 100 weniger als die beiden anderen. Noch nie so sehr Low Eco gespielt. Holy shit. Die Lowest aller Low Ecos. Ja. 8 Waffenschmieden oder 9 Waffenschmieden zur BT. Sagt alles. Tja, früher hättest du Leute dafür geflamed, wenn die das gemacht haben. Geht nie auf den Spot. Ich hätte hier keine zweite Werki bauen können. Kein Platz für irgendwas. Ja. Spannende Frage ist jetzt, ob ich aus Prio raus bin oder not. Not sure yet.
Ja, ich glaube, ich muss nochmal schnell aufs Klo rennen. Lol. Druck ist schon ziemlich hoch hier. Blöde Werft, die waren auf Pio. Das war Katze sein Bait. Ja, Level, wie viele Goldminen hast du? Keine Ahnung. Ich hab unendlich. 16. Okay. Ja, in der Theorie kannst du mir dann da den Berg lassen. Ich bin bei 11. Ja. Digga, der rotiert hier mit seinen scheiß Solis. Was ein Sweat. Seit wann macht man sowas? Ich hab kein Wasser mehr, Digga. Okay, kurz AFK. Katze jetzt abgetaucht. Max. Ich habe keine Presets, deshalb ist das Wasser an. Nee, das geht eigentlich. Was gibt's? Digga, ich hatte noch nie so wenig. Mann, ey. Das ist aber nicht so. Wie viel hast du im Lager? Da. Ich hab jetzt 150. Der, du hast schon 167. Ja, ein Steinfeld, Posi. Lübt. Big Eco ist halt so viel entspannt auf einen Steinfeld, Posi. Okay, hab die Safe Tower. Okay. Ah, ich hab einen großen. Mit drei anderen. Okay, hast du einen Turm irgendwo bei Katze? Nee. Du kannst ja bei Katze ranbauen, da hat man so einen Turm da. Ja, solltest schon ein paar Türme haben. Hinterher kommt so ein Torsammer-Snap auf deinen einzigen. Ja. Torsenhammer. Ja, ich baue unten welche. Ich baue mal einen zu dir dort unten. Jo. Da mach ich mal 10 Schwerter hin, oder? Rotierende Soli sind so der Abfuck. Ich will ja nur ein bisschen was gucken. Tja, not today. Ja. Der passt auch noch auf. Haben die nichts Besseres zu tun? Der große Turm kommt. Ja, oben hast du auch noch einen Turm, der fertig wird, aber meine Truppen sind da. Ja. Normalerweise ist da nichts. Oh. Warum ist da ein Punkt? Ein Rohrturm. Kann fast nicht sein. Ja, Label, nimm du mal die linke Seite des Berges. Alf, snack mir so die 4 Goldminen da, den Rest kannst du dann nehmen. Ja, wohl mit Türmen, weil meine Pios sind oben, Alter.
Erstmal Siedler pushen hier. War schon immer ein Hammer. Okay. Das war wegen der Werft hier. Ich werde angegriffen. Über rote Punkte in meinem Land, was ist das? Was ist das, die violette Farbe? Ah ne, das ist ein Dieb. Ja. LOL. Die sind am Schleichen hier. LOL. Was? Ich hab das Violette war. Ja, der Wiki. Geht da. Ja, nichts falscher Alarm, ey, das stresst einen. Jo, ich habe mein zweites Steinfeld. Soll ich Steinmetze noch anbauen? Ja, zwei Steine, die so gut funktionieren, kann man es auch sein lassen. Ich habe mal ein Markerboot, Kinget. Was hast du? Markerboot, falls du was brauchst. Ja, außer Gold, jetzt brauche ich eigentlich nichts. Ja, dann? Dann nicht. Dann schicke ich dir Gold jetzt. Sag doch, hä? Echt? Ich habe 1000 Goldminen. Warum sagst du nichts? Ich dachte, du bist hier so gut unterwegs, du machst das alles selber. Nee. Du kannst mir auch Fisch schicken, dann kriegst du noch mehr Gold jetzt, weil ich baue gar nicht alle Goldminen, weil ich eh keinen Fisch habe. Ja, wirklich equipped bin ich dafür eigentlich nicht. Ich habe 30 Goldminen. Das ist eine Menge. Ich habe ein Drittel davon. Immerhin was. Besser als nix. Aber auch nicht so viel besser. Oben links schleichen Schwertkämpfer. Haben wir von dem Hinteren schon mal irgendwas gesehen an Units? Nee, der hat auch immer keine Units. Ja, wer ist der Hintere? Der Blaue? Nee, der Rote, oder? Die sind Schwertkämpfer vom Blauen. Vom Roten habe ich auch noch nichts gesehen, ne? Rot hat immer so wenig
Fortune hat nichts, wirklich gar nichts. Sie ist ständig Statis. Der ist von den dreien der schlechteste. Ja, wie ist das vom Plan her? Ich hätte jetzt 108 gerade. Ich baue gerade KK. Ich bin auch Ziel, da machen. Okay, dann fange ich auch mal an zu bauen. Ja, der Blaue, der sneakt hier überall mit Schwertkämpfern bei mir. Was ein Snake. GG, jetzt muss ich dir eine anwerfen. Hoffentlich überleben die Siedler das. Pass auf deine Diebe auf vorne, Max. Ja, der nervt. Warum geht er auf Diebe? Ich raff das nicht. Ja, da kommt ein Schwertkämpfer, noch einer. Mittisch. Ich gehe mal mit meinen Units ein bisschen nach vorne. Oben sind auch wieder Schwerter-Label in einem Dieb. Der kommt hier raus. Ja, Dieb ist GG. Ich kann die gleich snacken hier. Digga, der geht wirklich auf die Diebe drauf. Yippie! Warum? Okay, der orange Kollege bei mir, der macht nur Schwerter. Yippie! Ja, ich hab 119. Ich nicht. War gleich.
Pinkhead Mark wo? Ach da. Was machen wir jetzt? Ja, drauf gleich. Also setzt hier ist ein Bau, dann hätte ich gleich 119. Ja, die Frage ist, wo ist der Orange? Ja, der Orange hat gefühlt nicht so viel. Ja, der hat nichts. Der hat nichts. Wo ist der Blaue? Das ist allerdings die Frage. Der hat nichts. Ja. Ich meine, im Zweifel rennen wir eben kurz mal drauf. Schlechter als 2 gegen 3 wird es nicht werden und dann muss sich der Blaue halt zeigen. Zeig dich. Habt ihr 119? Ja. Ja. Ich, ja. Soll ich mit oder soll ich hinten bleiben? Ja, komm ruhig mit. Audi. Ja, ich hab ein mieses Gefühl. Ja, entspann dich. Ne? Digga, ist ja nicht so, dass wir gegen Rob, Alex und... Noch ja, vielleicht spielen wir ja gegen Yannick, Alex und Evolution jetzt gerade. Und da kann man sich nie so sicher sein. Yannick, Alex und Evolution. Ja, Social Experiment. Ja, das geht halt. Ja, weil die drauf, so beim drauf. Ja. Lol, ich hab 2 Pios an der PT-Wall verloren. Mhm. India. Katze, du hast. Ja, der hat, glaube ich, wieder. Wie sind das? Ah, ne, okay, da oben kommt blau. Mit Bogenschützen. Bei deinem Diebkatze. Mhm. Oh, einer hat Lager. Habt Kontakt.
dreimal mehr. Ja, schläft nicht. Meine Pussy wäre ziemlich übel mit einem Steinfeld da. So, Sonnis sind da. Wer will? Wer will, der hat noch nicht. Ich bin gespannt auf Katze seine Wikis hier, ob die gut waren. Ziemlich schleff. Sollen wir Fabian gleich erklären? Ich glaube, ein wenig Gold hier, das ist unangenehm. Ja, GG dann. Jo, GG. Kann ich mein Schlafspray hier holen? Volle Dosis. Jetzt kannst du es dir geben. Okay. Ach, verdammt, ey. Hätte ich mich mal um mehr ein paar Kills bemüht, hätte ich hier auch statt die Erster werden können. Ja. Wiki-Int. Okay. Ich bin kurz blub. Guck mal, Getreide war schon viel auf Lager. Wie viele Goldminen hattest du, Max? Jo. Unendlich, aber kein Fisch. Wer hat wieder Maya gepickt? Wie geht das? Müssen wir rüber? Werden wir gemoved? Ich sehe den Channel gar nicht, wo die drin sind. Ja, dann müssen wir wohl warten. Ich meinte, wir müssen da drin und. Wir gehen einfach ganz da raus. Tschüss. Nee. So, hallo Leute. GG an. Alle auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich bedanke mich an beide Teams. Schönes Spiel. Ich konnte jetzt sozusagen mal live miterleben den Elf-Farm-Aufbau. Sehr gewaltig auf jeden Fall. Sehr schön mit anzusehen. Etwas schwierige Map auf jeden Fall. Denke ich an das Recht bzw. an das Team Vares, Lehrer und Fortune. Ich hatte ein bisschen Struggle. Was direkt auffällt, Fortune, warum tust du denn deine Nahrung, also deine Brote auf die Eisenmine legen? Warum machst du denn sowas? Normalerweise nicht. Vielleicht haben die Presets nicht ordentlich gegriffen. Also du Brote hattest... Brote bin ich gar nicht auf Eisen. Ja, du hast direkt von Anfang ist dein ganzes Brot auf die Eisenmine gegangen und du hast Fisch später dann auf die Kohlemine gelegt. Und jetzt am Ende hattest du sogar Brot auf den Goldminen. Der Fisch gehört auch nicht auf die Kohlemine. Ja, das ist sehr komisch. Also hast jetzt alle Nahrung muss überall. Muss ich mir mal nochmal angucken. Das sah aus wie KI-Moves. Also hast alle Nahrung überall dran. Ich habe sogar eigentlich nochmal nachgeguckt wegen den Presets. Das hätte eigentlich stimmen sollen. Aber mich hat auch gewundert, dass der Fisch überall liegt. Ja, wenn du sowas siehst, dann warum hast du denn, habt ihr denn... Auch jetzt war es ein Lehrer und warum habt ihr nicht mal Nahrung durchgeht? Warum seid ihr nicht mal so die Minen durchgegangen bei ihm? Mal so ein bisschen drüber geschaut. Ich habe keine Zeit gehabt dafür. Ich wollte gerade sagen, ich denke, wir hatten alle viel zu tun, aber Nahrung, glaube ich, war auch bei mir nicht das Problem. Ihr habt das falsch verstanden. Ich meine, in den Übungen, ihr habt so viel geübt.
Ja, das ist ja mal, wenn ja mit Loot-Match war es kein Problem, keine Ahnung, vielleicht waren da die falschen Presets eingestellt, vielleicht ist da was schief gegangen. Das sind ja immerhin Tournament-Presets, also Custom, nicht normale Standardlage. Ach so, okay. Ach so. Ja, da ist das mit den Presets ist immer gefährlich, ne? Also da bin ich auf der Gold Edition auch schon auf die Schnauze gefallen, wenn es dann auf einmal gar keine Presets gibt und man dann auf einmal wieder mit 5 Planierern und 5 Bauarbeitern startet. Das ist ja. Und nach 5 Minuten sich wundern, warum das Wohnhaus immer noch nicht fertig ist. Muss man immer mit Vorsicht genießen, darf man sich nicht zu sehr drauf verlassen. Ja, aber ansonsten auch an Alevaris, ich habe es ja vorhin noch gesagt, ne? Du hast gesagt, ich habe sie da und die Runde, die läuft, ich überdrücke ihn und jetzt. Alvezino, gute Nacht, schlaf gut, Alex. Ja, war jetzt nicht ganz so, ne? Auch bei dir, Leron, lief auch nicht so gut. Ja, war schöne Posi, muss man sagen. Ein Steinfeld und dann das nächste beim Gegner fast schon. Aber ansonsten, ja. Ja, die Pio-Straße hat sich Foto sehr erfreut drüber. Also das war... Es gab nachher noch eine zweite. Das fand er sehr gut, ja. Ja, aber wenn man halt... Ich war mir immer nicht sicher. Also ich bin mir immer nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung ist, auf so ein weites, entferntes Steinfeld dann trotzdem so viel Fokus drauf zu legen, weißt du? Ich habe auch viel gestruggelt. Ich war am Überlegen, früher Steinmine, dafür kleineren Aufbau. Ich habe dann irgendwie so ein Hybrid gemacht aus Pio-Straße, kleinerer Aufbau und Stein zu Eisen. Hat wunderbar geklappt, wie man in der Stadt die sieht. aber das, was mich am meisten geärgert hat, das war jetzt gar nicht mal so schlimm, aber irgendwie, ich hatte eigentlich auf Uni-Bögis und irgendwie 10 Schwerter eingestellt und irgendwie hat er das nicht angenommen. Da hatte ich halt so halb Schwertis, halb Bögis, wenn man halt mit anderen Sachen beschäftigt ist. Ich dachte schon so, ich habe eigentlich nur 15 eingestellt. Ja. Nein, aber man hätte sicherlich 10-mal besser spielen können, das sieht man ja, dass... Was ich witzig fand, dass Label und Leron beide dieselbe Schifftaktik hatten. Also sie hatten Schiffe, aber Kriegsschiffe und die standen zur Abwehr. Genau in dieselben Positionen. Sehr interessant. Ich war davon ausgegangen, dass man dass da jemand versucht rüber zu gehen. Nee. Aber du kannst halt die Seewege so leicht dazu machen. Das lohnt sich ja wahrscheinlich dann einfach nicht. Das war eher Abwehrtaktik von beiden. Aber ich fand's immer schön, wie sich unsere Snipe-Truppen gegenseitig angegriffen haben. Ja, da kam ein Ständeschwäsche von dir, ne? Ja, aber von dir kann man auch nicht wenig. Ja, ich hatte die gemacht zum Kontern und dann sah ich, dass noch welche kamen. Dann habe ich noch mehr Schwerter gemacht. Ja, halt mal ein bisschen. Immer wieder so, denn. Ja, war voll. Ja. Das hat Spaß gemacht, sich da gegenseitig zu jagen. Aber die Strategie war nicht mit den Schwertern da bei mir rein, während wir Varas verteidigen, oder? Ja, nee. Das war eigentlich nur, um da zu klären. Das waren auch irgendwie 17 oder 18 Diebe am Ende jetzt unterwegs vom Label. Also, er wusste alles. Irgendwie überall waren Diebe. Wurde auch nichts geklaut? Also ich habe jetzt nichts gesehen. Habt ihr geklaut? Hat jemand irgendwas? Erdbeermarmelade hast du irgendwie? Nee, ne? Warst du auch nicht? Ich habe jetzt nichts. Nee, ihr habt nichts geklaut, glaube ich. Ja, ich glaube, die zwei Positionen in der Mitte waren sowieso etwas schwieriger, ne? Also war es und Erdbeermarmelade da so ein bisschen. Am Struck, ich glaube, platztechnisch jetzt am Ende war doch schwierig. Der Wald, bisschen Käse, nur 1,5 Steinfelder. Ja. Interessante Map auf jeden Fall, interessanten Play. Und aber auch echt stark von den Lachsen, dass sie da so krass noch performen haben. Auf so einer krassen Map, also echt nicht schlecht. Also für mich ist gut, ihr werdet wahrscheinlich aber jetzt philosophieren, diskutieren, was hätte man machen können und hier. Und was ich auch noch sagen muss, Kingcat, schöner Aufbau. Also es hat mir sehr gut gefallen, mit den Wiki so zu spielen. Echt krass, mal so zu sehen. Ja, hätte ich funktionierende Steinbrüche im Early Game gehabt, Grüße gehen raus an Vincent, und ich nicht das ganze Early Game in Steinmangel verbracht hätte, dann wäre das so ein bisschen smoother gelaufen. Also ich dachte, ich habe den Karren schon komplett an die Wand gefahren, als ich wirklich gestruggelt habe, noch die letzten Steine für die Werkzeugschmiede zusammenzukriegen, weil ich aus Versehen 8 Steine in ein großes Wohnhaus da reingeknüppelt hatte. Und die haben dann gefehlt, bis dann ein dritter Wohnhaus stand. Das war harter Krampf. Ah, das ist mir gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Haben wir irgendwie, ja, das haben wir gar nicht so. Das sah echt smooth aus, als ob du komplett smooth da durch einfach dein Ding jetzt machst. Und ja, danach war okay. Ja, was ich halt auch interessant finde, war, es hatte das Gold jetzt am Ende noch als Goldbahn rumliegen und du hattest die Waffen rumliegen. Ne? Also hätte euch zusammengeschmissen, dann wäre noch eine Armee entstanden. Also King hätte ganz viele Waffen und war es keine Waffen, aber dafür ganz viel Gold. Und bei King hat das jetzt so gemacht, er hat sehr früh die Jäger zu stehen gehabt mit mit Fleisch. Und ja, du hast versucht, eine Zucht zu bauen, die dir eiskalt einfach gerissen worden ist.
Die ist geplatzt. Die war über. Die musste weg. Er hat mich drum gebeten. Also ich hatte beides, aber irgendwie kam da zu spät das ganze Zeug ran. Ja, also auch Siedlermangel kurz vor PT. Ja, der hat mich ein bisschen gebrochen. Ja. Lag aber am Steinmangel. Ich hab's dir vorhin gesagt, Waris. Ich hab's dir vorhin gesagt. Ja, der Steinmangel kam rein. Ja, ja, sind nicht fertig geworden. Auf so einer Position finde ich halt auch lieber mehr Steinminen nehmen. Und so weiter, ne? Das ist schon. Und versuchen mehr die Jäger zu stehen zu haben. Also da Stein zu heißen zu spielen ist, kann man machen, aber da musst du halt auch die Steinminen dazu haben. Vom Teammate auf der anderen Seite der Map sich die Steine schicken lassen. Das habt ihr auch sehr gut gemacht. Ja, das habe ich ja gesehen wieder. Schön Handel gehabt. Da Fortune, da muss noch ein bisschen was, ne? Da musst du noch mal ran. Ja. Da ist noch ein bisschen. Oder ihr sammelt Fische, wandelt die in Steine um und wandelt dann die Steine in Eisen um. Das ist die 200 IQ-Strat an der Stelle. So in etwa ist das ja auch gewesen. Ich habe ja größtenteils nur durch Fisch zu Stein Steine gehabt und dann die rübergeschickt. Also. Ja, gut, die Position Maris war ganz vorne, ne? Da jetzt einen Priester ganz nach hinten zu schicken, auch wieder wäre möglich gewesen, natürlich. Da spart man sich auch wieder Wege. So, ja, gut, das ist halt immer wieder prozentual und wie viel kann ich noch rausholen, wegetechnisch und so weiter. Ja, dann vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an das Gewinnerteam. Ist ja dann noch ein Spiel offen. Morgen sehen wir die anderen Dachse nochmal gegen Maris, Lea und Fortune. Ich drücke euch die Daumen, dass das morgen definitiv da ein bisschen besser läuft. War nicht eure Runde. Absolut. Also ich bin da schon mehr gewöhnt von, auch von Maris und von Leron. Ich habe auch die Turmsnaps. Trupps. Habe ich gesehen, aber die Turmsnaps habe ich vermisst. Ja, gut, wenn halt sofort der erste Dieb, der die Landesgrenze übertritt, gespottet wird, dann kann ich auch blind umlaufen. Das war echt krass. Also hat man echt gesehen, so der Moment, der Dieb geht über die Grenze, zack, drei Schwerties sind unterwegs, um ihn kaputt zu hauen. Meine Herren. Ja, also Varys hat das ganz gut gemacht. Du hast viele Truppen patrouillieren gehabt, ne, überall. Also bei dir waren überall welche unterwegs. Ja, permanent. Permanent am Patrouillieren, ja. Sehr schön. Also der Respekt gegen Team LA war, LA war auf jeden Fall da. Der war definitiv da. Aber auch vielen Dank, dass ihr euch dagegen gestellt habt, war es der Unfortun. Sehr schön, ihr habt zwar viel geübt, aber es hat nicht so gereicht. Deswegen morgen nochmal alle Daumen gedrückt. Wie gesagt, bedanke mich nochmal an beide Teams. Bin dann mal raus, dann lasse ich euch allein, weil ich muss den Stream neu starten und guck dann das Ganze auf YouTube. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend und noch viel Spaß weiter mit Siedler. Dann sage ich mal tschüss. Hallo. Jo, tschö. So, Stream Neustart gleich. Ja, Mist. Einfach dieser Steinfeld hat mich gekillt. Also Grüße gehen raus an Tor für diese Map, ne? Ja. Anspruchsvoll. Schön, das hat ja auch so seinen Struggle, ne? Ein bisschen Platz. Eher Dummheit. Dummheit, ja, es ist auch ein Problem. So, ja. Gut, dann bin ich mal raus. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Jo, bis ciao. 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 Ja, danke für die Runde, Leute. Ne? Also war natürlich für euch jetzt easy, aber war schön trotzdem. Trotz der vielen Fehler. Ja, das wichtige Game kommt für euch ja morgen. Ja, gut. Da rechnen wir uns jetzt auch nicht die höchsten Chancen aus, aber man kann es mal probieren. Aber vielleicht drücken die ja bloß 300 zur 1.17 und nicht 500. Kann man das nochmal probieren. Also böse. Es hätte so viel besser laufen können. Wir haben nur die Siedler gefehlt. Ja gut, das wäre glaube ich also egal gewesen, ob wir gegen die Tausender Armee von denen jetzt 500 oder 600 entgegenstellen. Ja, das sowieso. Das hätten wir nicht geschafft. Aber trotzdem böse. Aber schade, Label, dass wir dann nicht nochmal die Kriegsschiffe aufeinander losgelassen haben. Ja, ich dachte, ihr kämpft halt irgendwie mit Fähren oder so, weil wir hatten lange Zeit deine Armee nicht gesehen. Hat nur die Schwerter, die da überall hin und her gingen. Und ja, da war halt immer die große Frage, was passiert jetzt und kommen da Fähren oder nicht. Aber ja.